Locken der Nacht. Er fasste in ihre blonden Locken, berührte mit der Spitze seines Daumens ihre Lippen und zog ihren Kopf nah zu sich. Natalie ließ es geschehen mit klopfendem Herzen. Mit der freien Hand berührte er sanft ihre jugendlich straffe Brust. Natalie zuckte zurück, trotz des wohligen Gefühls, das seine Berührung ihr schenkte. Das ist Haut, sagte Hubert leise, nur Haut. Und wenn sie so darüber nachdachte, stimmte, was er sagte. Sie gab sich seinen Händen hin, die zuerst vorsichtig, dann immer drängender ihre Brust liebkosten. Natalie kannte dieses Gefühl nicht. Unwillkürlich warf sie den Kopf in den Nacken. Ein gehauchtes Stöhnen entfuhr ihr. Was war das? Hubert, der immer noch eine Hand in ihrem Haar hatte, schob ihren Kopf weiter nach hinten, beugte sich vor und küsste ihren Hals. Die zweite Hand, die immer noch ihre Brust umspielte, glitt langsam hinunter, streichelte über ihren flachen Bauch und weiter hinunter in Richtung ihrer schmalen Hüften. Sein Mund suchte jetzt ihre Brustwarze. Mit den Zähnen biss er leicht hinein, sodass Natalie aufschrie vor Lust. Was tat er mit ihr? Sie stöhnte, nein, was tust du mit mir? Er ließ ihre Brust und schob ihren Kopf so, dass sie ihm in die Augen schauen konnte. Ich mache dich zu einer glücklichen Frau. Das hast du verdient, Natalie Romana Schmidt, sagte er, und sie sah, dass es gut war. Sie lächelte mit halb geöffneten Lippen. Da drückte Hubert seinen schönen Mund auf den ihren, fuhr mit der Zunge über ihre weißen Zähne, steckte die Zunge tiefer hinein, forderte sie auf, es ihm gleich zu tun. Als Novizin auf dem Gebiet der körperlichen Lust wusste Natalie nicht, was zu tun war. Aber in Hubert hatte sie einen geduldigen Lehrmeister gefunden. Er ermutigte sie, ihre Zunge einzusetzen, ihn genauso zu besuchen, wie er es bei ihr getan hatte. Was für ein köstliches Spiel. Natalie war zart, sie wog nicht viel mehr als ein großer Hund und so war es für Hubert kein Problem, sie auf das Bett zu drücken. Sie ließ es geschehen, nicht ahnend, was noch kommen sollte. Die Küsse verwirrten ihren Geist. Nie hatte sie daran gedacht, dass Küsse so etwas vermögen könnten. Eine köstliche Überraschung jagte die nächste und als sie gerade begann, sich wirklich auf seinen Mund, auf ihrem einzulassen, löste er seine Lippen.